I mean, we done had our share of problems, you know, but, you know, we working together to work that out, you know, and, you know, maybe if the public see us work out our problems, they'll work out their problems, you know. Exactly. It's a lot of problems here, you know, in Southern California, you know, with blacks and Latinos, and this, that, and the other. Right. And, you know, and hopefully this right here just be that stepping stone to get everything squashed between the black and the brown. Definitely. I mean, in den 90er Jahren gab es viele Streitereien in der Hip-Hop-Szene. Ganz vorne war natürlich der Beef zwischen Tupac und Biggie, auf den ich natürlich demnächst eingehen werde. Es gibt aber auch viele Beefs, die nicht so krass greifbar für uns Fans waren, da es zu der Zeit kein Internet gab. Und bei einer dieser Beefs ist sogar Shawn Fonteno aka Solo involviert. Ich weiß, jetzt werden die meisten sagen, Shawn wer? Doch jeder von euch kennt ihn. Denn Shawn ist der echte Franklin von GTA 5. Aber alles nacheinander. Heute reden wir über den Beef zwischen Ice Cube und Cypress Hill. In den 90ern sind Cypress Hill noch Newcomer in der Szene und Ice Cube das größte aus der West Coast. Cube gibt aber immer wieder öffentlich bekannt, dass er die Musik von Cypress Hill feiert, was Cypress Hill eine Menge Aufmerksamkeit gibt und dass er gerne mit ihm zusammenarbeiten möchte. So werden B-Real, ein Mitglied von Cypress Hill, und Ice Cube langsam Freunde. B-Real ist sogar auf der Hochzeit von Ice Cube, so dass Cube ihn fragt, ob er bei seinem kommenden Film Friday mitspielen möchte, der zu der Zeit gerade abgedreht wird. B-Real soll den Typen spielen, der Chris Tucker den gestreckten Joint gibt im Film. What's up, Smokey? Fuck you. Doch leider hat das Management von Cypress Hill bei den Drehtagen andere Pläne, so dass B-Real leider nicht mitdrehen kann. Eine Entscheidung, die er bis heute bereut. Da er aber Ice Cube trotzdem zur Seite stehen möchte, bietet er Cube an, dass er einen Song von Cypress Hill für den Soundtrack haben kann. Also treffen sie sich im Studio von Cypress Hill, wo sie dann Ice Cube den Song Roll It Up, Light It Up für den Soundtrack geben. Zu diesem Zeitpunkt arbeiten Cypress Hill an ihrem Album. Und so, wie es unter Freunden üblich ist, zeigen sie Ice Cube die Songs, an denen sie gerade arbeiten. Einer der Songs ist der Song Throw Your Set Up in the Air und soll die kommende Single werden. Dieser Song gefällt Ice Cube am meisten, also fragt er sie, ob er lieber diesen Song für den Soundtrack haben kann. Da der Song aber als nächstes Single geplant ist, müssen Cypress Hill Ice Cube leider enttäuschen und Nein sagen. Cube fragt ihn noch ein letztes Mal, ob er den Song hören kann, bevor er dann das Studio verlässt. Ein paar Monate vergehen und der Soundtrack vom Film Friday erscheint, früher als das Album von Cypress Hill. Auf dem Soundtrack ist eine Single von Ice Cube, die im Radio rauf und runter läuft. Und zwar der Song Friday. Die Hook von diesem Song klingt fast genauso wie die Hook von Cypress Hills Song Throw Your Set Up. Da es zu dieser Zeit kein Internet gibt, gehen Cypress Hill ins Radio und dissen Ice Cube dafür, dass er sie beklaut hat. Cube, der davon Wind bekommt, ruft die Jungs sofort an und beteuert seine Unschuld. Er sagt, dass sowas in Hip-Hop mal vorkommt, er aber nicht mit Absicht geklaut hat. Sie glauben Cube und der Beef beruhigt sich für eine kurze Zeit, so dass Cube sogar B-Real ins Studio einlädt, um ein paar Vocals aufzunehmen. Dort zeigt Ice Cube ein paar Songs und auf einen dieser Songs hört B-Real wieder Lines, die eigentlich von Cypress Hill sind und die bis dato keiner außer Ice Cube gehört hat. Als B-Real die Line hört, reagiert er komisch und verlässt kurz den Raum. Als er zurückkommt, hat der Produzent genau die Line von Ice Cube, die er von Cypress Hill genommen hat, gemutet. Das war der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, weil somit war klar, dass es kein Zufall mehr ist. Cypress Hill lässt sich die Beiterei nicht mehr gefallen, da Ice Cube eine größere Reichweite hat und es somit rüberkommt, als würden Cypress Hill Ice Cube beiten. So entscheiden sie sich, den Beat vom Wicked Track von Ice Cube zu nehmen und Ice Cube zu dissen. So entsteht der starke Diss-Song No Rest for the Wicked. Der Song wird überall gespielt, so dass Ice Cube, der bekannt dafür ist, krasse Diss-Songs zu machen, antworten muss. Er released den legendären Diss-Track King of the Hill mit der West Coast Connection. Einer der Mitglieder der West Coast Connection ist Mack 10, der eigentlich keinen Streit mit Cypress Hill hat und der genauso wie Cypress Hill ein Blood ist. So ist dann auch die Straße involviert. Die Antwort von Cypress Hill lässt nicht lange auf sich warten, auch wenn alle denken, dass der Diss-Song von Ice Cube der Gnadenstoß war. Denn ein Kumpel von Ice Cube hat den Diss-Track und das Instrumental von Ice Cube, noch bevor es öffentlich gemacht wurde, geklaut und Cypress Hill gegeben. So konnten sie dann schnell reagieren und machen das, was Ice Cube ihnen angetan hat. Sie klauen bei ihnen. Sie nehmen den Beat und lassen einen Kumpel, der fast genauso wie Ice Cube in der NWA-Zeit klingt, auf den Song rappen. So hört sich dann an, als würde Ice Cube sich selber dissen. Sie nennen den Song dann Ice Cube Killer und mit dem Diss-Track brodelt es dann immer mehr in der West Coast. Freunde müssen sich für eine Seite entscheiden, um ihre Loyalität zu beweisen. Sie dissen sich sogar live auf Shows, so dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es zur ersten richtigen Konfrontation kommt. Eines Tages, während der Beef seinen Höhepunkt hat, steht Ice Cube an einer roten Ampel in L.A. als auf einmal ein Auto auftaucht, in dem Solo, ein früherer Künstler von Ice Cube, sitzt. Solo kennen die meisten von euch durch GTA 5, wie ich schon zu Beginn gesagt habe. Bei GTA 5 haben sie ihn und sogar seine Stimme als Hauptcharakter Franklin eingebaut. Und Solo ist zu der Zeit ein sehr junger, wilder Kerl. Er sagt Ice Cube, er soll anhalten. Als Cube dann aus dem Auto steigt, mit seiner teuren Kette und seiner Rolex-Uhr, schlägt Solo Ice Cube bewusstlos. Als er auf dem Boden liegt, klaut er seine West Coast Kette und seine Rolex-Uhr, bevor er flüchtet. Solo ist nicht nur der Hauptcharakter von GTA 5 und ein Ex-Künstler von Ice Cube, er ist auch ein Freund von Cypress Hill. Mit der Kette von Ice Cube, die zu der Zeit sein Markenzeichen ist, geht Solo dann zu B-Real, der seine Chance wittert und die Kette bei einer Live-Show dem Publikum stolz präsentiert. Sie machen sogar Fotos mit der Kette, die dann in allen Magazinen landen. Mit diesen Fotos ziehen sie eine dicke Linie zwischen der Latino- und der schwarzen Community, was man auf Konzerten und vor allen Dingen auf der Straße merkt. Latinos und Schwarze geraten immer in Streitereien, die sogar manchmal blutig enden, nur weil die falsche Musik abgespielt wird. Es wird sogar gemunkelt, dass bei manchen Streitereien sogar die mexikanische Mafia mit im Spiel war. Aufgrund dessen umgeben sich alle mit vielen Straßenjungs und Bodyguards, um für ihre Sicherheit zu sorgen. Als sie dann noch sehen, dass Tupac sein Leben verliert, nur wegen Beeferei auf Tracks, entscheidet sich Mack 10, B-Real, der gerne sprechen möchte, anzurufen. Sie reden miteinander und Mack 10 fragt B-Real, wie sie die Streitigkeiten, die mittlerweile fast am Eskalieren sind, beiseite legen können. B-Real sagt, dass Ice Cube ihn einfach anrufen muss, damit sie in Ruhe reden können. Und das tut Ice Cube dann im Januar 1997. Sie haben ein langes Gespräch von Mann zu Mann, in dem sie alle Streitigkeiten beiseite legen. Nach dem Gespräch geben sie auch öffentlich bekannt, dass es kein Beef mehr gibt, und ab da an haben sie nie wieder schlecht übereinander geredet. Und das vermisse ich in der heutigen Zeit, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, wenn man Sachen durch Gespräche aus der Welt schaffen kann, dann ist man ein richtiger Mann. Die Rapper heutzutage wollen regelrecht Beef miteinander, damit sie Promotion kriegen, und dafür gehen sie sogar über Leichen. Dieser Beef ist das beste Beispiel, dass aus Freunde Feinde werden können. Aber gleichzeitig zeigt dieser Beef auch, dass man nach einem Gespräch verzeihen kann. Seitdem sind sie nie wieder so gute Freunde geworden, wie sie es mal waren, haben aber hier und da mal zusammen Musik gemacht und bis heute immer gut übereinander geredet. Meiner Meinung nach hat Ice Cube musikalisch gewonnen, auch wenn ihm seine Kette abgezogen wurde. Denn am Ende geht es um die Musik. Doch von dem Beef haben am meisten Cypress Hill profitiert, da sie zu dem Zeitpunkt die Underdogs waren. Was sagt ihr? Wer hat den Beef gewonnen? Schreibt es mir in den Kommentaren. Und ey, ich danke euch vom Herzen für 90.000 Abonnenten. Auch wenn 70% der Zuschauer keine Abonnenten sind, ihr Schlawiner. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video.